Darf man eigentlich während des Urlaubs arbeiten? Das sind so Fragen, und Sie sehen hier in diesem Beispiel, dass der Schreinerei Klotzke bei der Schreinerei Müller beschäftigt ist und im Urlaub nicht zu Hause rumsitzen möchte. Und deswegen arbeitet er während des Urlaubs bei einer anderen Schreinerei Küpper. Und das kriegt irgendwann der Arbeitgeber Klotzke natürlich raus und ist sauer und will was unternehmen. Tja, ist das Verhalten des Klotzke während seines Urlaubs rechtlich zulässig? Was kann der Arbeitgeber Müller dagegen machen? Wir haben dazu eine ganz, 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 ganz kleine Vorschrift, nämlich Paragraph 8. Da steht drin, während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit leisten. Und da steht eigentlich das Wichtigste schon drin. Also, Urlaubszweck ist, Sie müssen sich erholen. Wenn Sie allerdings mit kleinen Kindern, habe ich auch früher gemacht, mit drei kleinen Kindern auf dem Campingplatz fahren und ein Kind zahnt, also Erholungszweck ist das nicht, erholsam war das nicht. Ne? Ein Kind hat immer geschrien, aus den Nachbarzelten auch. Darum geht es aber letztlich nicht. Sie dürfen keine Erwerbstätigkeit leisten. Das heißt, Sie dürfen nicht zweimal hier sozusagen Geld bekommen, einmal Urlaubsentgelt und gleichzeitig noch Lohn, weil dann kann man nämlich davon ausgehen, wenn Sie nämlich Lohn bekommen, noch das zweite Mal, dann müssen Sie sich auch so anstrengen, dass Sie sich letztlich nicht erholen und damit ist der Urlaub deswegen völlig tja, sinnlos gegeben. In diesem Fall haben wir natürlich noch weitere Probleme. Erstens mal also Betriebsgeheimnisse könnten verraten werden an die Schreinerei Müller. Das ist natürlich auch nicht gut. Und Sie können sich natürlich dort auch verletzen bei der anderen Schreinerei. Also das sind so Sachen, die den Arbeitgebern natürlich immer nicht gefällt. Was kann man letztlich machen? Im Gesetz steht überhaupt nichts drin. Man kann einen Unterlassungsanspruch geltend machen und sagen, du, mach das nicht weiter. Wenn man feststellt, dass er da auch dass du zum Beispiel Arbeitsklamotten oder Material mitgenommen hat bei dem anderen Arbeitgeber, dann könnten Sie einen Schadensersatz verlangen. Wenn der Arbeitnehmer das immer weitermacht, dann könnte man auch mal eine Abmahnung machen und vielleicht auch eine verhaltensbedingte Kündigung, aber nur in schweren Fällen. Also deswegen, was darf man während des Urlaubs machen? Muss man sich dort erholen? Ist immer Einzelfall. Ne? Wenn jemand zum Beispiel sein eigenes Haus umbaut, die kommen natürlich völlig kaputt manchmal aus dem Urlaub wieder. Ne? Nun, die nächste Frage ist, was ist, wenn Sie während des Urlaubs erkranken? Also mein Vater zum Beispiel, der hat früher, ist immer während des Urlaubs krank geworden, weil der Adrenalinspiegel runtergegangen ist und dann war der da immer kaputt. Ne? Paragraph 9 sagt dann, Erkrankung während des Urlaubs. Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die durch ein ärztliches Zeugnis, auch des spanischen, des italienischen oder amerikanischen Arztes nachgewiesenen Tage, auf den Jahresurlaub nicht angerechnet. Das heißt, Krankheit sticht Urlaub. Das heißt, wenn Sie aus dem Urlaub wiederkommen und sagen, ich war krank, hier von den 2 Wochen war ich eine Woche hier am Ballermann wegen Leberproblemen krankgeschrieben von einem deutschen Arzt dort in Mallorca, dann kommen Sie zurück und dann müssen diese Woche wieder gu gut geschrieben werden. Und bitte aufpassen, da gibt es viel, viel Ärger immer in diesen Fällen, gibt es viel, viel Rechtsprechung, weil ein Arbeitgeber hat natürlich so einen Hals und Ihre Kollegen übrigens auch, wenn Sie aus dem Urlaub wiederkommen und sagen, ich war krank, ich habe mich gar nicht erholt. Das ist eine Vorschrift, die sollte man als Arbeitgeber nur nehmen oder auch als Arbeitnehmer nur nehmen, wenn Sie sich wirklich nicht erholen konnten. Wenn Sie wiederkommen und sagen, ich bin kaputter als vorher, dann muss der Arbeitgeber sagen, okay, nee, du musst nochmal Urlaub haben. Du gerätst in eine Maschine rein oder du bist nicht richtig fit. Also da müssen Sie dann wirklich selber als Arbeitgeber das sagen. Und auch Sie als Arbeitnehmer, Sie müssen sich im Urlaub krank schreiben lassen. Also ich habe auch immer mal Erkältung im Urlaub oder so. Aber kommen Sie da auf die Idee, sich krank schreiben zu lassen? Machen ganz selten Arbeitnehmer, ne? Weil das hat immer so ein Geschmäckle, dass man dort auf Kosten des Arbeitgebers hier Urlaub gemacht hat mit dem gelben Urlaubsschein, ne? Also deswegen muss man ein bisschen aufpassen, auch automatisch den Urlaub also verlängern, also auf Mallorca sozusagen zum Doc Holiday gehen und sagen, können Sie mich mal 2 Wochen krank schreiben, ich möchte noch 2 Wochen bleiben hier. Schwierig. Sie müssen grundsätzlich wieder zurück nach Deutschland, wenn natürlich Doc Holiday sagt, du kriegst hier Reisefähigkeit nicht attestiert, du darfst nicht reisen, dann können Sie dort bleiben. Aber seien Sie vorsichtig später mal mit solchen Sachen. Die Kur haben wir schon kurz angeguckt. Medizinische Vorsorge oder Rehabilitationsmaßnahmen werden auch nicht auf den Urlaub angerechnet. Und die Frage, die ich vorhin schon vielleicht so ein bisschen vorbereitet habe, manche haben nicht nur 4 Wochen Urlaub, sondern sogar 6, 7, 8 Wochen Urlaub. Kann man sowas machen? Ja. Eigentlich ist das Bundesurlaubsgesetz unabdingbar. Das ist ja zum Schutz der Arbeitnehmer. Aber von den Vorschriften, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, kann man abweichen, zum Beispiel in Tarifverträgen, denn da sitzt ja immer die Gewerkschaft noch mit am Tisch und guckt, ob das auch gut ist. Und man kann natürlich immer nicht zugunsten des Arbeitnehmers, zu Ungunsten des Arbeitnehmers abweichen. Hier haben Sie wieder ein Beispiel für das Günstigkeitsprinzip. Also alles, was zugunsten des Arbeitnehmers ist, ist dann
möglich. Was zu Ungunsten ist, ist nicht möglich. Ja, das waren noch so ein paar Sonderfragen zum entsprechenden.